Willkommen zurück, liebe Zocker und YouTuber, zu Oxygen Not Included. Wir haben einen schicken Wasserkreislauf gebaut in der letzten Folge. War ein bisschen aufwendig, aber wir haben es hingekriegt. Das heißt, hier kommt das dreckige Wasser rein. Das dreckige Wasser kommt in den Schrubber hier rein und dann kommt hier das saubere Wasser wieder raus. Es ist so ein Pseudo, sagen wir mal, so ein Pseudo-Kreislauf, der in irgendeiner Form funktioniert, aber wir schauen mal. Jetzt baue ich hier noch eine Sauerstoffputzanlage. Use sand to filter polluted reduces disease spread. So, das heißt, hier bauen wir noch so zwei Sachen hin. So, zack. Und damit wir da ein bisschen den Sauerstoff sauber kriegen. Wo es zum Henker ist, das da. So. Damit hier nicht alles so rumgiftet, ja. Ist ja ekelhaft. Der da gerade drauf gespuckt, wir wissen es nicht. So. Alles wuppt alles, ist alles gut. Was baut ihr hier? Achso, ihr seid alles klar, macht weiter. Weggraben, weggraben. Fein macht ihr das, sehr gut. Was habe ich da hingebaut? Ihr wisst es nicht. Die sind noch am Basteln. Okay, sehr cool. Ja. Wächst das Zeug hier nicht? Es wächst schon. Aber langsam. Aber es wird ja bald sauber. Wir werden ja alles hier bald ganz toll sauber bekommen. So. Da hat er eine Tür gebaut, das ist auch schicki. Da fällt uns dann noch ein Esstisch, aber mein Gott, wir pfeifen noch mal drauf. Erstmal. Guck mal, wie wir das alles schön leer gekriegt haben hier. Lass mal bitte wegbuddeln, das sieht doof aus. So. Das ist alles gut am Laufen. Lass mal kurz gucken. Algen, 25 Tonnen, Kohle 9,3. Ja, Kohle wird ein bisschen klamm gerade. Aber wir gucken mal, das kriegen wir auch irgendwie hin. Wir werden mal hier noch... Hoppala, das wollte ich nicht. Wartet, Moment. Back, back. Da. So, und dann bauen wir hier oben nämlich noch eine Pumpe hin, die das Wasser hier rauspumpt. Ja, das ist vielleicht noch eine sinnvolle Angelegenheit. Das machen wir auf eine längere Sicht. So. Und zwar machen wir das wie folgt. Jetzt passiert, irgendwas ist passiert, keine Ahnung was, wird schon irgendwas Wichtiges gewesen sein. Ah, da ist der nächste Replikant. Choose a Blueprint. Das brauchen wir alles nicht. Was nehmen wir denn? Entweder Germ Resistance, Increased Germ Resistance, cannot. Aha, komischer Kerl. Was hat der hier? Subling, Night Owl, Gourmet, Increased Cuisine. Ah, nehmen wir mal den hier. Pfeift der Hund erstmal drauf. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles, was wir brauchen. Ja, das haben wir abgebaut. Sehr schön. Die sind am Sauerstoff am Produzieren. Das ist auch cool. Und ich frage mich, ob wir hier auch einen Scrubber hinpacken sollen. Hier noch gerade gebaut. Ach, das ist hier diese Geschichte, ne? Ein Airlock und was haben wir da noch gebaut? Was ist das? Drywall. Loss in Space. Aha. Okay. Kümmern wir uns später drum. Was wir noch bauen ist ein Scrubber für das vergiftete Gedöns hier. So. Der braucht natürlich noch einen Stromanschluss. So.
So, dann produzieren wir hier nämlich auch. Reinigen wir nämlich auch den Bösen. Das böse Zeugs hier. So, Mehlwood. Mehlwood. So. Jetzt sind die wieder am Schlafen. Kalorien haben wir noch hier noch. Alles gut. Ich hätte jetzt gesagt, dass ich jetzt hier langsam genug Sauerstoff produziere. Ich verstehe diese Meldung nicht. Okay, er behauptet, ich produziere mehr, ich verbrauche mehr Sauerstoff, als ich produziere. Aber das ist bestimmt wieder gut, sobald der nächste Tag hier angebrochen ist. So. Also, im Moment läuft die Sache gerade mal ganz gut. Was hat der für Probleme? Okay, auch alles cool. Läuft. Eigentlich bräuchte man eine zweite Ebene hier mit Farming-Stuff. Aber jetzt gehen wir erstmal was anderes an. Und zwar, wir gucken mal, ob wir alles haben, was wir für diese Geschichte brauchen. Was haben wir? Ein Ore-Scrubber brauchen wir gerade nicht. Wood-Heater brauchen wir auch nicht. Was haben wir da? Eine Science Machine. Taylor's Duplicate Close Item. Du will not fabricate. So, was brauchen wir dafür? Refined Metal. Woher kriegen wir denn Refined Metal? Ich glaube, dieses Ding brauchten wir, um Anzüge herzustellen, richtig? Ich glaube, dieses Ding brauchen wir, um Anzüge herzustellen. Was haben wir denn hier nochmal? Warte mal, da haben wir ja noch keine Blueprint. See more blueprints in the supply closet. Aha. Okay. Das ist verdammt neu. Hilfe! Lichter. Das können wir hier bauen. Aha. Aha. Frosty Printing Pot. Agriculture. Was haben wir da? Das ist alles nichts, was wir brauchen, würde ich mal sagen. Das ist alles nichts, was wir brauchen. Supply Closet. Nein, brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist Refined Material. Refined Crafting Station, Research Station. Wo? Das Ding hier brauchen wir. Glaube ich. Ich mach mal kurz Stopp. Ach, ist schon Stopp. Wir brauchen Refined Metal. Refined Metal. So, wie produzieren wir Refined Metal? Das ist die Frage. Da produzieren wir es definitiv nicht. Da auch nicht. Algendistille. Ja, sowas bräuchten wir über kurz oder lang. Into Ethanol brauchen wir nicht. And others into the basic elements. Was haben wir hier? Remove salt from... Wir haben kein Salzwasser. Brauchen wir uns nicht drum kümmern. Rock Crusher produces refined material from raw... Ah, okay. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Also hier, den Rock Crusher. Was ist das? Nee. Wir brauchen den Rock Crusher. Wo bauen wir den Rock Crusher hin? Hier oben ist unsere... Nee, das ist unsere Sozialstation. Da können wir den nicht hinbauen. Eigentlich müssten wir den Rock Crusher... hier so hinbauen, ne? In unser Industriegebiet. Darf ich das so sagen? Eigentlich brauchen wir auch für was für die Schwerindustrie. Also hier haben wir die Stromerzeugung. Wo packen wir die Schwerindustrie hin? Wollen wir die Schwerindustrie hier oben hinpacken? Das passt wunderbar, dann können die wenigstens nicht schlafen. Ich weiß nicht, ob wir den Rock Crusher dafür brauchen, aber ich mach's jetzt einfach mal. So, da kommt der Rock Crusher. Ist alles noch so ein bisschen Learning by Doing hier bei mir.
So. Und ich denke mal, mit dem Rock Crusher können wir dann dieses Ding hier bauen. Wartet. Die Textil Loom, die wir noch nicht setzen können, weil wir dafür. Alles klar. Alles klar. So, wir bauen das Ding erstmal zusammen und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht dieses Refined Metal produzieren können. Damit, ihr wisst schon. So, macht ihr das gut hier? Ja. Ist hier allerdings total dreckig. Aber es wuppt. Ich würde sagen, es wuppt. So, wie sieht es mit den Kalorien aus? Haben wir. Zufriedenheit steht auch. Sauerstoffproduktion behaupte ich ist, sobald der nächste Zyklus zu Ende ist, werden wir sehen, dass es vielleicht besser ist, hoffe ich. Und alles andere haben wir auch noch. Food geht nach oben. Power Use, ja, Power Use. Müssen wir so ein bisschen Kopf drum machen. Und alles andere gucken wir dann mal. Also, wie in der letzten Folge schon gesagt, ne, ich habe eure Herausforderung angenommen. Tag 100 wird diese Kolonie überleben. Wahrscheinlich nicht. Aber wir gucken mal. So, hier wird schön Mehlwut, oder wie das Zeug heißt, produziert. Da auch, da auch. Das alles läuft alles eigentlich gut. So, da bin ich gespannt, was wir da produzieren können. Wir brauchen Refined Metal für die verbesserte... Oh, das mal hier durchbrechen. Warte mal, das machen wir mal. So, damit die da durchlatschen können. So. Was wir jetzt machen, ist Folgendes. Hier kommt jetzt eine Pumpe hin. Ja, wo ist die Pumpe? The Water Pump. Kann man die da hinpacken? Ja, warte mal, dann machen wir erstmal hier. Pass auf, dann. Ja, das buddeln wir auch mal weg hier. Und dann stellen wir da nämlich die Water Pump hin. Wenn ich sie finde. Der Water Pump. So. Warte mal, jetzt haben wir hier den ollen Rock Crusher. Da produzieren wir jetzt Copper Ore to Copper. Was ist denn Refined Metal? Ist Kupfer, zählt das als Refined Metal? Ist ja eigentlich ein Refined Metal, ne? Weil ich will dieses Ding. Warte mal, wo ist das Ding? Da, das will ich mal. Da steht einfach nur Refined Metal. Machen wir hier Kupfer. Komm, machen wir Kupfer draus. Forever. So. Crushen wir mal The Rock. Hier könnte man auch mal jemanden zuweisen, der noch keinen Messetisch hat. Der da zum Beispiel. Zuck. So, Kalorien kommen rein, sehr gut. Da wird auch weiter gebaut und das Wasser werden wir, glaube ich, mal hier rein. Ja, so ist der Deal. Ja, ich weiß, es ist kalt. Klettert doch wieder rauf, ihr Idioten. Wenn ihr da jetzt alle erstickt, wenn kloppt. Ja, dann geh doch nach oben. Da unten einer? Nein, da ist keiner. Alles gut. So, der Crushed Rock. Das ist ja schon mal gut. Was macht der denn da? Der prügelt auf den Knopf ein. Das ist also auch sehr geil. So, warte mal. Dann können wir jetzt, wenn der genug Rock gecrushed hat,
Können wir das da... Jetzt, ich hoffe, dass es das Richtige ist. Weil ich behaupte ja... das wäre... entsprechendes Metall, ne? Schau, habt ihr das Ding fertig? Ne, ist nur noch... So, jetzt machen wir hier gleich mal zu Ende bauen hier. Zack. Na halt. So. So, das wäre die erste Geschichte. Zweitens. Wo sind die Rohre da? So, die müssen jetzt irgendwo an dieses Ding... Ne, warte mal, wo müssen die angeschlossen werden? Eigentlich muss das da rein. Das heißt, die müssen hier quasi an das Ding müssen sie angeschlossen werden. Ist ja auch nur eine temporäre Lösung. So, warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir werden das mal hier runterleiten. Und dann werden wir das... Ah, oh, jetzt kommt's. Jetzt geht's nämlich los hier. Jetzt geht's los. So, pass auf. Ich hoffe, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig rummache. Ist das korrekt? Ich weiß es nicht. Da rein, da raus. Die Kette sagt so und so. Trial and Error. Damit die Pumpe das Wasser da unten reinpumpt. Das hier ist unser Hauptwasserreservoir. So, der crusht fleißig Rocks. Und jetzt kann man nämlich dieses Ding bauen. Wie geil ist das bitte? So, das Ding bauen wir hier hin. Ja. Sieht das alles bis jetzt gut aus? Ich würde sagen, ja, 31.000 Kalorien tonnenweise. Ich glaube, jetzt kann der nämlich auch schon wieder aufhören, das Refined Material zu produzieren, oder? Keine Ahnung. So, der ist am Ernten. Ist gut. Da sieht's gut aus, da sieht's gut aus. Das ist alles blendend. Dann bauen wir nämlich hier unsere ersten Raumanzüge. So ist glaube ich der Trick. Wer keucht da rum? So, schön bauen hier. Ja, ja. Ich glaube, das wird. Der crusht, die produzieren. Alles fein. Irgendjemand hat da was. So, brauchen wir noch. Ich muss jetzt mal gucken, ob wir noch für diese Algenproduktion noch irgendwas. Irgendeiner hat hier noch einen Skillpunkt gekriegt. Viele haben einen Skillpunkt gekriegt. Improved Farming, das wäre vielleicht auch mal eine Sache, wo wir dann irgendwann mal hin müssten. Crop Critter, ja komm, nee, dann lieber hier Crop Farming. Und was ist mit dem hier? Der hat schon Field Research, dann macht er noch Applied Science Research, Researching, zack, rein da. Und der hier hat bestimmt auch irgendwas, was wir noch nicht ausgewählt haben. Ist der neu? Ich glaube, der ist neu. Improved Strength, naja, komm, kriegt er hier einen halt auf der Stärke. Strengths hier. Improved Strengths. Zack, rein da. So. Ja, das wird hier noch ein bisschen dauern, bis das fertig ist. Warum kommt hier nichts? Weil hier alle ist. Alles cool.
Was ist jetzt los? Ach, jetzt ist hier, warte mal. Zeitvorlauf, jetzt gehen sie alle erstmal essen. Sieht es alles gut aus hier? 3%, Kalorien haben wir genug. Wir gucken hier, wir checken nochmal alles. Sauerstoff, ah, da oben ist ein bisschen dünner an Sauerstoff. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier unten, produzieren wir hier unten genug Sauerstoff. Schauen wir mal. Was haben wir noch? Temperatur sieht auch gut aus. Das ist uns egal. Licht ist uns auch erstmal egal. Dekor ist uns auch erstmal egal. Wie sieht es mit Germs aus? Ja, ist alles gut. Bis auf die Klos, die sind ein bisschen versifft, aber... Und was ist da drin? Da ist auch irgendwas versifft. Und natürlich in den Rohren hier, da sifft es auch. Aber das ist okay. Unser Frischwasser ist ein bisschen versifft. Kann man das mal desinfizieren? Wir haben ein Problem. Wir haben eine Frischwasserversiffung. Ihr wisst, was ich meine. Kann man Frischwasser irgendwie reinigen? Das ist eine gute Frage, ne? Ich weiß es nicht. So, kommt zu Potte jetzt hier. Macht mal hier die... Ich meine, man könnte es, bevor es abgepumpt wird, quasi reinigen oder desinfizieren. Abkochen, keine Ahnung. Du weißt, was ich meine. So, was haben wir denn? Kohle. Algen. Kupfer, Kupfererz. Alles cool. Sieht gut aus. Ich habe da eine Leiter vergessen, kann das sein? So. So, da sind wir am Basteln. Jetzt gucken wir mal in die Research rein, was wir noch brauchen für diese Anzüge. Und zwar, ich will ja da meine patentierte, bewährte Fleckche. Ich suche gerade, wo waren die Anzüge? Ich will ja eine Schleuse bauen, ne? Dann will ich da... Tja, keine Ahnung, wo die Anzüge sind. Die Anzüge sind weg. Wo habe ich... Warte mal, ich muss nochmal ganz locker durchgucken hier. Woodblock braucht kein Mensch. Irgendwo habe ich sie doch gesehen. Bei Liquids wird es nicht im Wesen sein. Medizin vielleicht? Nein. Colony Development hätte ich jetzt gesagt. Sag mal, ist mich in irgendeiner Weise trollen? Eine Farm Station. Fertilizer, Synthetisierung, Refrigerator. Das können wir eigentlich auch mal produzieren, wo wir gerade mal schon mal dabei sind. Aber was ändert ja nichts daran, dass ich gerne gewusst hätte, wo. Das hätten wir. Nö, schlicht und ergreifend, ich finde es nicht. Gases. Ich hätte jetzt gesagt, bei Schleusen oder so. Gibt es hier ein Suchfeld? Hier kein Suchfeld. Irgendwo gab es die Möglichkeit, Schleusen zu bauen. Aber ich glaube, das sind alles nur... Ich glaube, die mit dem gelben Ding, das sind... Ach, das ist DLC-Content. Okay. Wo sind die... Ich bin wahrscheinlich schon dreimal dran vorbeigescrollt. Ich suche eigentlich nach so einem roten... Kannst du sie auf den Kopf stellen. Was ist denn das hier? Kritter-Sensor. Brauchen wir nicht. Wir haben ehrlich gesagt noch gar keine Kritter gesehen. Was haben wir denn hier?
Gas Intake. Müssen wir uns um Gastransport kümmern? Eigentlich nur um mehr Sauerstoff, ne? Gas Tiles, die hätten wir dabei. Space Heater, Ice Fan, das ist alles nichts, was wir brauchen. Insulated Liquid Pump brauchen wir auch nicht. Das hier, Algendistille, also das brauchen wir auf jeden Fall, aber das haben wir schon. Also fassen wir es zusammen. Ich finde nicht, wo die Raumanzüge sind. Irgendwo, also die Raumanzüge, die Isolieranzüge. Ich habe sie wahrscheinlich, wie gesagt, schon fünfmal aneinander vorbeigescrollt. Aber wir haben ja jetzt erstmal was ausgewählt. Ich lasse ihn jetzt erstmal wurschteln hier, bis er das fertig hat. Dann gucke ich mal, ob ich die bauen kann. Was haben wir denn hier noch so? Achso, das war das. Das brauchen wir erstmal nicht. Hier bauen sie die Pumpe. Sehr gut. Nochmal einen Zeitvorlauf, komm. Das ist die Sickbay. So, jetzt ist er hier gleich fertig. Brauche aber ganz schön lange, das Ding zu bauen. Stunden später. So, jetzt habe ich das mal. Jetzt können wir hier hingehen und sagen. Wo setzen wir jetzt Change Material? Wo bauen wir jetzt was hier? No discovered recipes. Okay, das heißt, wir können im Moment gar nichts bauen. Und hier wahrscheinlich auch nichts, ne? Ja. Leck mich doch fett, sag mal, wo ist denn das? Ich muss da noch einmal komplett durchgehen. Also hier haben wir nur die entsprechenden Kunstgegenstände. Das ist uns erstmal egal. Dann haben wir hier Smart Home, Generic Sensors und so weiter und so fort. Das interessiert uns auch erstmal nicht. Das ist ja kein Wunder, das ist Dekor und Computers. Exosuits, mach doch die Augen auf! So, Exosuits brauchen wir. Die wir da gebaut hätten, in der Exosuit Forge und sonst nirgendwo anders. Sehr gut. Also, wir bauen jetzt erstmal die Exosuits. Ich glaube, das war gerade unsinnig, aber egal. Wir haben hier eine Crafting Station, wir haben hier eine Klamotten Station. Alles gut. Pumpt das Ding? Es pumpt. Was hat der? Der hat Probleme, keine Ahnung. Jetzt müsste aber hier gleich das gute Wasser ankommen. Und müsste hoffentlich dann da unten rauskommen. Läuft es, da kommt es. Jetzt müsst ihr hier durchkommen. Ja, ja. Ich meine, das kann man ja mit dem Pipe-Overlay sich das ja anzeigen lassen. Ja, ja, alles gut. Blub, 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 blub. Rein da mit dem guten Wasser. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So habe ich mir das gedacht. So. Hier läuft es auch. Was machen die da unten? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was die da treiben. Irgendwas werden sie schon machen. So, den können wir im Prinzip mal anhalten hier. So. Nicht forever, sondern aus. So, dann haben wir den nämlich hier auch außen vor. Wir produzieren immer noch zu wenig Sauerstoff. Finde ich eigentlich sehr komisch. Könnten wir natürlich hier noch eine Sauerstoffproduktion hinsetzen. Ja, komm, machen wir.
damit die nicht heulen. So. Ja, so machen wir das. Und was wir auch noch bauen, ist, wir ersetzen die Tiles mal, damit die mal zu tun haben, ne? Ersetzen wir diese Tiles mal. So. Und die ersetzen wir auch so. Und so. Nee, so nicht. Das können wir die Konstrukten hier. Ne, Quatsch, nicht die Konstrukten abbrechen. So. Und dann setzen wir hier noch entsprechende, damit wir das alles ein bisschen gasdurchlässiger machen. So, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Und damit das, jetzt haben wir hier natürlich noch das Problem, dass das hier alles schade aussieht. Und deswegen funktioniert das auch nur so dezent. Ja, das war wieder unnötig. So, ich glaube, es wuppt. Warte mal, wo habe ich denn jetzt noch eine... Ich hatte doch da gerade eben noch was reingesetzt. Da, das kann man nämlich gleich versehen mit einem Stromanschluss. Wir müssen langsam mal für einen neuen Stromanschluss, so, also für mehr Strom sorgen, weil unser Stromnetz ist schon, glaube ich, recht ausgelastet. Das ist natürlich nicht so gut. Keine Ahnung, was ihr da baut, aber ihr baut es. Sehr gut. So, wir haben alle was zu tun. Hier kommt das gute Wasser rein. Hier ist auch nicht mehr atembar. Sehr gut. Carbondioxid, aber das wird ja hier von weg. Hier muss ja keiner rumgondeln hier drin. Hier ist ein bisschen dreckig, aber ansonsten läuft hier alles. Ja, ich würde sagen, das funktioniert. Und das nächste, was wir erforschen, das dürften die Anzüge sein. Ja, er ist auch dabei. Ich glaube, er guckt. Ich glaube, er guckt, Freunde. Wo haben wir denn das Problem mit dem Sauerstoff? Hier haben wir das Problem mit dem Sauerstoff, weil da natürlich nicht hinkommt. Aber sobald wir hier diese Teils da drin haben, müsste es da besser laufen. Hätte ich jetzt gesagt. Schön pumpen. Ja, brave Pumpe, feine Pumpe. Bauen die da? Achso, wir bauen die Sauerstoff. Durchlässigen Fliesen dahin. Und ich sehe, wir sind schon wieder am Ende unserer Aufnahme. Ich sage erstmal danke fürs Zusehen, euer Mr. Fleck. Übrigens aus Tag 32. Haha, bis dann denn. Euer Mr. Fleck, sagte ich schon, ne? Egal.